Also im Moment sind Handwerker sehr analog, ineffizient unterwegs. Wird viel mit Zettel gemacht, viel mit Stift gemacht. Bestellungen werden gefaxt, so wie man sich vor 10, 15 Jahren vorstellt. Über 50% der Handwerker nutzen keine Software, um ihre Kundenkontakte, ihre Projekte zu verwalten. Und über 88% nutzen keine Software, um ihre Unternehmensressourcen zu planen und zu steuern. Wir haben vor 7 Jahren ein Sanierungsportal in agil.de gegründet und dort sehr enge Kooperationen mit Handwerksbetrieben aufgebaut. Aus dieser Erfahrung haben wir erkannt, dass Handwerker zum Teil noch ganz ohne Software arbeiten und da entschlossen, in diesem Bereich zu investieren und eine Software zu entwickeln. Was ist Like? Das ist ganz einfach. Wir haben eine innovative Cloud-Handwerker-Software entwickelt. Und mit dieser Software können Handwerksbetriebe ihre gesamten innerbetrieblichen Abläufe digital und effizient abwickeln. Die Software Like benutzen wir vom ersten Kundenkontakt bis zur Schlussrechnung vollumfänglich. Speziell für die Baustellenplanung und Baustelleneinteilung nutzen wir die Plantafel als Tool, da wir hier die Vorteile haben, dass die Daten digital aufbereitet werden und der Baustelle zur Verfügung gestellt werden und können über mobile Endgeräte abgerufen werden. Wir haben Software-as-a-Service-Modell. Die Software wird nicht auf dem Rechner installiert, sondern die Daten sind dezentral in der Cloud. Und jederzeit für den Handwerker überall verfügbar, auf allen Devices. Wir haben zwei Zielgruppen. Das sind zum einen die 500.000 Handwerksbetriebe, zum Beispiel in Deutschland, die strukturell unsere Software verwenden können. Und auf der anderen Seite Hersteller und Händler, große Unternehmen, in der sogenannten White-Label-Lösung. Das heißt, die nehmen unsere Software, packen ihre Brand drauf und vertreiben dann die Software unter ihrer Marke an die Handwerksbetriebe. Aus der Sicht des Herstellers ist es so, ich statte meine Handwerker mit einer digitalen Lösung aus, die effizient ist, und habe direkt ein größeres Absatzpotenzial meiner Produkte. Als Marke der Bosch Thermotechnik GmbH ist Buderus einer der größten Heizungshersteller in Deutschland, aber auch international. Viele Heizungsbauer arbeiten noch sehr analog. Wir merken aber aktuell den Aufschwung. Und gerade diese jüngere Generation sieht den Vorteil in der Digitalisierung und den Nutzen für ihr Geschäft. Mit der Like-Software vervollständigen wir unser digitales Portfolio. Und damit können wir dem Kunden jetzt eben nochmal einen wirklich großen Vorteil liefern. Unsere Vision ist, das beste Produkt, die beste Software im Markt zu haben und mit unseren White-Label-Partnern deutschlandweit, aber auch weltweit die Prozesse von Handwerkern effizienter zu gestalten. Also ich sehe sehr großes Marktpotenzial für Like auch international, da Like nicht nur eine Handwerker-Software im Kern ist, sondern ein Project-Management-Tool, welches sehr einfach auch auf andere Branchen angepasst werden kann. Und wiederkehrende Umsätze mit erfolgreichen Software-as-a-Service-Lösungen führen zu stabilen, sehr erfolgreichen und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Wir sind in den letzten 4 Jahren im Durchschnitt um ca. 60% gewachsen und seit letztem Jahr 2018 auch profitabel. Unser Umsatz lag 2018 bei 1,1 Millionen Euro und wird dieses Jahr 2019 bei ca. 1,7 Millionen Euro liegen. Das eingesammelte Kapital bei Comunisto wird 1:1 in unser Produkt fließen. Wir suchen Investoren, die an 3 Dinge glauben. Erstens, dass der Handwerkermarkt in Zukunft digital und effizient funktioniert. Zweitens, dass große Unternehmen massiv in Digitalisierung investieren werden. Und drittens, die an Softwaremodelle glauben und wiederkehrende Umsätze. Wir sind mit einem super Produkt zum richtigen Zeitpunkt in einem spannenden Markt, der sich jetzt erst digitalisiert. Wenn ihr also auch an das Digitalisierungspotenzial glaubt, dann habt ihr mit Like eine gute Möglichkeit, in ein spannendes und funktionierendes SaaS-Modell zu investieren.